Da sind wir also zurück. Vorletzte Etappe von Tirreno Adriatico. Paris-Nizza ist vorbei. Haben wir in der letzten Folge beendet. Und heute nochmal eine Flachetappe beim Tirreno, bevor es ins Abschlusszeitfahren geht. Favorit für heute Dylan Groenewegen. Außerdem Alex Christoph, Nizzolo, Pedersen, Viviani, Trentin, Bol, Gaviria, Ballerini und Hoddick. Oder auch Hodge, wie ihn der ein oder andere ARD-Experte nennt. Weigere mich aber immer noch zu glauben, dass das die richtige Aussprache sei, ehrlich gesagt. Ergibt nämlich in meinem Kopf keinen Sinn. Ja, heute also nochmal was für die Sprinter zu holen. Und wie gesagt, Paris-Nizza haben wir in der letzten Folge abgeschlossen. Sind dort Zweiter geworden, haben eine Etappe gewonnen. Ja, ich denke mal, damit kann man durchaus zufrieden sein, oder? Wie seid ihr zufrieden? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe nochmal rausgesucht in unseren Statistikdatenbanken unseres Let's Plays. Das Ergebnis im Vorjahr, Saison 2019. Dort war Fabio Felline unser Kapitän und der konnte eine Etappe gewinnen und außerdem Platz 18 in der Gesamtwertung einfahren, was ziemlich gut ist für Fabio Felline-Verhältnisse, muss man sagen. Aber natürlich mit beinahe dem Sieg durch Lopez nicht zu vergleichen, ist ja ganz klar. Ja, auch hier beim Tirreno ist Felline auf ähnlichen Wegen unterwegs. Platz 20 bislang in der Gesamtwertung. Etappensieg ist uns hier noch nicht gelungen. Sam Omen war ganz nah dran bei Etappe Nummer 4. Und auch hier habe ich mir mal die Statistik vom Vorjahr reingezogen. Und in der Vorsaison konnten wir die Nachwuchswertung gewinnen und Zehnter werden in der Gesamtwertung. Ebenfalls durch Miguel Ángel López. Der ist da ja vor einer Saison den Tirreno gefahren als Vorbereitung auf den Giro. Hat auch, denke ich mal, ganz gut geklappt. So, dieser Anstieg hier, der ist sogar ziemlich hügelig. Der ist sogar ziemlich anspruchsvoll. Ich sag's nur, der ist ziemlich anspruchsvoll. Ich sag das komplett wertneutral. Wir machen es wie folgt. Ausreißergruppe, glaube ich, gibt es halt keine. Weigere ich mich einfach mal zu glauben. Wir lassen Leo auf Felline aufpassen. Regigi soll Felline einfach mal dem Tag über am Hinterrad hängen. Igor Anton passt auf Omen auf. Und dann haben wir noch zwei Fahrer frei. Kemner heute mit den schlechtesten Beinen aller Zeiten. Zwei Fahrer frei, die hier ein bisschen Tempo machen über die Etappe gesehen. Und dann probieren wir natürlich im Finale, ist doch ganz klar, die Etappe zu holen. Entweder mit Fabio Felline oder mit Josef Regigi. Beide sollten mit diesem Finale sehr gut klarkommen und da wahrscheinlich sich schon richtig drauf freuen. Versuchen wir noch einen Etappensieg zu holen auf der letzten Etappe vor dem Zeitfahren. Also auf der vorletzten Etappe eigentlich. Egal. Schauen wir mal, wie das heute wird. Fabio Felline mit seiner Plus-5er Tagesform. Das sollte ja ein gutes Omen sein für das heutige Rennen. So, ich mache mal 4, den Anfang simulieren wir einfach mal weg. Es gibt hier und da ein paar Attacken, aber nichts weiter Wichtiges. Die letzte Etappe war vielleicht sehr wichtig für die Gesamtwertung. Dort konnten wir nämlich nochmal Zeit rausholen auf Geraint Thomas. Auch wenn wir ein bisschen Zeit auf Dan Martin und Primoz Roglic verloren haben, sollte das gut gewesen sein fürs Finale des Rennens. Denn im Zeitfahren ist Sam Omen ja nicht komplett verloren. Insofern ist da was drin. Kurzer Blick aufs Rennen. Nicholas Roach führt die Etappe oder das Rennen an. Der Irländer, oder der Ire, nicht Irländer, um Gottes Willen. Der Ire ganz allein vorne aus dem Team Sunweb. Ihn verfolgen Ferron und Fraporti, Marco Fraporti. Und dann kommt auch schon das Hauptfeld. Also gar nicht mal so viel los, was Ausreißer angeht bislang. Wir simulieren wieder ein bisschen. Es ist ja, wie gesagt, in erster Linie eine Überführungsetappe und Leute fallen zurück. Unter anderem Remco Evenepoel. Da gab es also einen Sturz. Und John Degenkolb war da auch mit dabei und da wartet sogar Josef Stari. Von dem er übrigens während dieses Giros auch gar nichts gesehen hat. Josef Stari, unser österreichisches Talent. Den einzigen, den wir aus der Austria Cars Karriere mitgenommen haben, weil es sich so oft gewünscht wurde von euch.
haben wir ihn, oder habe ich ihn mal in die Datenbank hier rein manövriert, damit er eben seinen Weg weitergehen kann, auch wenn er nicht mehr in unserem Team fährt. Bislang allerdings keinerlei Entwicklung zu sehen. Ich vermute mal, Trainingsprogramm bei Lotto Soudal ist ihm auf den Leib geschneidert. Ja, also wird auf jeden Fall versucht, ihn weiterzuentwickeln. Ist ja nur eins der größten Talente überhaupt. Da kann man das mal ein bisschen laissez-faire angehen, ne? Naja. Mal schauen, ob wir von Josef Stari in der Saison noch was sehen werden. Können ja vielleicht bei der nächsten Saison mal spaßeshalber auch andere Fahrer wieder mit in die Datenbank aufnehmen, wenn sie nicht eh schon drin sind. Zum Beispiel Marlin Smorka oder so. Da gibt es ja noch den einen oder anderen. Oder auch Till Schuster, erinnere ich mich da. Der war ja auch ziemlich gut eigentlich. Aber in echt hört man von diesen Leuten halt nichts mehr. Nur im PCM sind die irgendwie total stark. So, also drei Ausreißer vorne. Das sind die drei, über die wir schon gesprochen haben. Ferron, Fraporti und Roach. Dreier Spitzengruppe. Also das ist so die übliche Spitzengruppe, die man hat bei einer Etappe, wo eigentlich jeder davon ausgeht, dass es einen Massensprint geben wird. Jetzt gibt es hier einen Sprint um die Punkte für die Sprintwertung. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist, denn Sam Omen, Dan Martin, die haben ja dann doch ziemlich viel Vorsprung. Im Ziel gibt es nochmal, naja, 25 Punkte zu holen. Ja, okay, könnte also doch was bringen, eventuell. Wird man sehen. Aber ich bin sehr gespannt auf dieses Finale. Und Regigi ist gestürzt. Und ich habe wirklich das Gefühl, die Gefahr zu stürzen ist einfach größer, wenn du einem Fahrer sagst, er soll jemanden folgen. Stimmt das oder ist das nur ein Gefühl von mir? Und Nibali kann nicht weiterfahren. Oh nein. Vincenzo Nibali, Fünfter in der Gesamtwertung, kann nicht weiterfahren. Wie bitter ist das denn bitte? Und auch Dan Martin ist gestürzt, der kann aber weiterfahren. Der Zweite in der Gesamtwertung. Wie bitter. Und da haben wir gerade die Bestätigung gesehen, Vincenzo Nibali musste das Rennen also aufgeben. Ganz, ganz bittere Pille zu schlucken jetzt. Für das Team Trek Segafredo und natürlich für Nibali selbst, der ja auch nicht mehr der Jüngste ist. Der hätte dieses Top-Resultat sicherlich gerne noch mitgenommen in seine Vita. So wurde es nichts. Ich sage jetzt Marigigi nicht mehr, dass er Feline folgen soll. Und hier gibt es noch eine Attacke. Dylan Toins. Der ist hier scharf auf die Bergpunkte. Einen kann er sich noch holen. Ja, und den will er sich auch holen, wie es aussieht. Soll er versuchen, soll er machen. Und dann schauen wir doch mal. Hat er auch gemacht. 13 Punkte damit insgesamt auf seinem Konto. Ich denke mal, er kann diese Bergwertung eh nicht mehr verlieren, wenn er durchfährt. Und der nächste Sturz, Lennart Kemner, ist gestürzt. Meine Güte. Ich sehe nichts, weil Busch... Hier ist ein Quintana gestürzt, das ist allerdings Dyer Quintana. Lang gedauert da, bis die wieder weiterfahren konnten. Ballerini ist auch zu Fall gekommen. Ja, und Lennart Kemner. Das ist natürlich Bullshit, was du da machst. Du wolltest jetzt hier wahrscheinlich ganz nach vorne ins Feld sprinten, um die Flaschen nochmal hinzubringen. Also wir lassen mal Ibrahim nochmal Flaschen holen. Okay, das Tempo ist aber wirklich heute sehr, sehr gering. Das gefällt mir nicht. Gut, wir lassen Leo nicht. Wir lassen Leo-Flaschen holen und stattdessen dann mal Ibrahim an der Spitze. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass hier auch Zwotschin steht, statt eben Leo. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich vermute mal, dass PCM mittlerweile tatsächlich eingebaut hat, dass wenn du einen asiatischen Fahrer hast, wie zum Beispiel einen Chinesen oder einen Japaner, dass dann der Vorname... Also der Name, der als erstes steht, der Nachname ist. Ne? Also so wie das ja auch in echt ist. Beispielsweise das beste Beispiel, was man da immer nennen kann. Kim Jong-un heißt ja auch nicht mit Vornamen Kim Jong oder Kim, sondern mit Nachnamen Kim. Und der Vorname ist Jong-un. Das wird halt in einigen asiatischen Ländern andersrum gemacht. Dylan Toins jetzt auch eine Spitzengruppe. Es wird halt in einigen asiatischen Ländern genau andersrum gehandhabt, wie es in Europa der Fall ist. Also der Nachname wird dann nicht hinten gesprochen, sondern du sagst praktisch wie in Bayern, wo man ja auch gerne mal vom Meierkurt spricht oder so. Ne? Und so ähnlich ist das eben auch in asiatischen Ländern oftmals. Japan ist da auch so ein Beispiel. Oder eben auch Korea und China. Und deshalb glaube ich,
steht hier Zuojin L, obwohl ja eigentlich Liu der Nachname wäre und nicht Zuojin. Ich hoffe, ich spreche diesen Namen auch richtig aus in meiner langen Karriere hier, die ich Ihnen schon ausspreche. Vielleicht haben wir irgendwann mal einen Zuschauer, der auch so heißt. Zuojin oder Zuojin oder wie auch immer. Der kann uns dann bestimmt was sagen dazu. So, nächste Sprintwertung. Und wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir die Ausreißer einholen. Bislang sieht das nämlich gar nicht mal so gut aus hier. Also mal ein bisschen mehr investieren jetzt. So. Dann haben wir drei Fahrer, die nachführen. Anton passt auf Omen auf. Muss er eigentlich auch nicht unbedingt, der soll lieber auf Feline aufpassen. Ich denke, für Sam Omen wird das heute einfach nicht die wichtigste Etappe sein. So, dann haben wir drei Fahrer vorn. Die dürfen jetzt auch ruhig noch mal ein bisschen mehr Einsatz geben, denn wir müssen die Ausreißer irgendwie einholen. Und ich habe das Gefühl, keiner im Feld hat da Bock drauf, nur wir. Also alle anderen, auch die Sprintermannschaften, haben hier eine sehr laissez-faire Einstellung der Etappe gegenüber. Und 3 Minuten auf 40 Kilometern ist einholbar. Aber dann müssen wir jetzt loslegen. So. Und vor allen Dingen würde ich sie gerne vor diesem letzten Anstieg einholen. Das ist das Ding. Das würde ich gerne schaffen. Die vor der letzten Steigung einzuholen. Denn sonst, ja, natürlich möchte ich an der Steigung attackieren. Ist ja klar, mit Feline zum Beispiel. Und dann haben wir am Ende die Situation, dass wir attackieren. Und dann kommt einer aus der Ausreißergruppe noch mit. Zum Beispiel Dylan Toynes. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Weil so Duelle, die können dann auch immer ganz schnell nach hinten losgehen, wenn du Pech hast. So, also das Dreier-Mannschaftszeitfahren hier bei Leclerc hat begonnen. Bislang, wie gesagt, ohne jegliche Unterstützung des Feldes versuchen wir jetzt, den Vorsprung der Ausreißer zu minimieren. Oh, jetzt kommen sie dann doch. Ardila ist das. Natürlich nicht Mauricio Ardila, falls den noch wer kennt. Sondern, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, Ardila von UAE. Tempo drastisch gesteigert dadurch. Und Leo, der macht da gerne mit. Der hat da sogar richtig Bock drauf. Weiß auch nicht, warum jetzt hier diese eine kleine Welle rüber so gedrückt wurde. Und jetzt nimmt er wieder die Beine hoch, der Kolumbianer vom Team UAE. Ziemlich sinnlos, aber der Vorsprung ist dadurch geschmolzen. Und es gibt eine Lücke im Feld. Auch das hört man immer wieder gerne. Zumindest wenn man in der vorderen Hälfte ist, dieser Lücke. Und hier sehen wir sie. Gourdon versucht hier das Ganze zuzufahren. Also Lücke im Feld. Wind ist eigentlich nicht großartig da. Also es war keine Windstaffel oder sowas. Hier hinten haben wir jemanden, der orange markiert ist. Das ist dann wahrscheinlich jemand, der gut platziert ist in der Gesamtwertung. Und da haben wir niemanden eigentlich. Vielleicht ist es Mollema. Vielleicht werden da auch Leute markiert, die gefährlich für die Etappe sind. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es werden halt Leute markiert in Orange, die irgendwie gut sind, habe ich das Gefühl. Aber wer das genau ist, vielleicht könnt ihr mir da in den Kommentaren eine Antwort geben. Patrick Bevan greift vorne an. Also erhöht das Tempo, sagen wir es mal so. Also die anderen Teams wachen jetzt so langsam auf. Das ist sehr schön. Und der Vorsprung der Ausreißer schmilzt und schmilzt. Nur noch 1 Minute bei noch 22 Kilometern. Also es sieht auf einmal wieder ganz gut aus, dass die Ausreißer doch gestellt werden. Und wenn man hier guckt, wer hier auch mitmacht, Tadej Pogacar unter anderem, Jasper Stuyven. Das sind schon wirklich First-Class-Fahrer, die hier Tempo machen. Und auch, dass sich ein Fernando Gaviria einfach so in den Dienst der Mannschaft stellt. Für Alexander Kristoff natürlich. Das ist schon auch echt nett von ihm. Und zeugt von durchaus intaktem Teamgeist bei der Mannschaft UAE. So, 18 Kilometer noch bis ins Ziel. Wir nähern uns diesem Anstieg, der hier so viel verändern kann im Finale. Liu jetzt vorne. Der macht wieder seine World-Class-Helferdienste. Wir kennen ihn. Ist ja auch bei den Fans mittlerweile wirklich ein absoluter Publikumsliebling. Also keine Ahnung, immer wenn wir über Liu reden, höre ich nur Begeisterung und eigentlich auch, wenn es um seinen Vertrag geht, der ja aufhört in dieser Saison, also der ausläuft,
höre ich eigentlich auch nur die ganze Zeit, Junge, den musst du unbedingt verlängern. Da gibt es gar keine Diskussion. Und ja, ich möchte die Diskussion auch nicht gerne aufmachen. Also von mir aus bin ich da ganz bei euch. Liu hat bislang sehr viel fürs Team gemacht. Und auf jeden Fall gezeigt, dass er ein ganz, ganz, ganz starker Fahrer ist. So, jetzt wird's wichtig. Gleich sind wir da im Anstieg. Also es geht jetzt schon so langsam rein. Igor Anton kann ja eigentlich mal Tempo bolzen. Das fände ich gar nicht mal so schlecht. Ja, Omen braucht eigentlich nicht dranbleiben. Das ist schon okay so. So, Igor Anton, such dir mal eine Lücke und fahr da mal raus. Und dann schauen wir mal. Omen, wie gesagt, der muss natürlich hier vorne dabei bleiben, ist klar. Und auch Regi sollte es schaffen, falls möglich. Mit dem haben wir auch noch einiges vor. So. Wer ist das hier? Das ist Tadej Pogacar. Und hier ist Lennart Kemner zurückgefallen. Das ist natürlich okay. Liu hat seine Arbeit auch getan. Und auch Alali Ibrahim brauchen wir hier nicht mehr, mehr leiden lassen als notwendig. Hat seinen Job getan. Somit passt das. So, wir lassen ihn mal Martin folgen. Und Regi folgt Nizolo erstmal. Es war einfach nur wichtig, dass die dranbleiben, mit im Feld bleiben. So, und jetzt sind wir gleich angekommen an diesem steilen Stück hier. So, und wir machen wieder unseren üblichen Move. Wir tauschen einmal die Rollen. Feline vor Igor Anton. Und dann soll er angreifen, Fabio Feline. Jetzt also die Attacke von Feline war jetzt nicht ganz perfekt, weil Anton dran blieb. Das sollte er nicht. Kommt nochmal eine Gegenwelle. Also perfekt war die Attacke nicht. Sorry. Pozzo Vivo versucht jetzt hier Tempo zu machen. 5 Kilometer noch zu fahren. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja ein Witz. So, Regi ist noch vorne. Das ist super. Das ist ganz großartig. Und auch Sam Omen ist noch vorne dabei. Und auch der darf sich ein Hinterrad suchen. Gar kein Problem damit. Also, wir haben Feline vorne. Der versucht jetzt alles zu geben. Die letzten Kilometer. Und wir haben Regigi am Hinterrad von Dylan Groenewegen. Oh Gott, 2 Kilometer noch. Und Fabio Feline gehen jetzt die Kräfte aus. Also, das wird nichts mehr. Wie mir scheint. Jetzt nochmal die Attacke von Sam Omen. War vielleicht sogar asozial, weil Feline hier doch noch Vorsprung hat. So. Feline versucht mal an Omen dran zu bleiben, wenn es denn geht. Und dann versuchen wir mit Regigi hier einen guten Sprint zu liefern. Sam Omen jetzt vorne. Muss alles geben, aber er wird abgefangen. Es kann nicht sein. Schade, schade. Elia Viviani holt sich den Sieg, Regigi, tja, 9. Platz hier im Schlusssprint, war halt schon sehr angefressen und Feline schafft es auch nicht. Oh, wie bitter, ey, Mann. Super ärgerlich. Da hast du 3 Karten, die du spielen kannst. Okay, Regigi, sind wir ehrlich, ist jetzt nicht die beste Karte, die man spielen kann. Aber mit Feline die Attacke war nicht perfekt. Mit Sam Omen die Attacke war gut, da will ich eigentlich gar nichts sagen. Aber es hat dann leider nicht gereicht, einfach. Denn dann kamen die Sprinter. Na, und die verstehen was von ihrem Handwerk, kann man sagen. Groenewegen, ich glaube, das war der rechts in Gelb-Schwarz. Der war platt. Aber am Ende schafft es dann also Elia Viviani. Gewinnt Etappe Nummer 6 vom Tirreno. Vor Giacomo Nizzolo und Alexander Christoph. Dann Pedersen, Bonifazio van Baarle-Bol, Martin, Regigi und Stuyven. Naja. Ja, Gesamtwertung ändert sich nichts. Außer halt, dass Vincenzo Nibali ausgefallen ist. Dadurch rutschen alle einen Platz weiter nach oben. Chris Froome damit jetzt in die Top 10. Dann die Bergwertung. Da hat Dylan Teuns sein Trikot zementiert. Das sollte er auf jeden Fall gewinnen, wenn er das Zeitfahren irgendwie übersteht. Punktewertung Martin und Nizzolo im Gleichstand. Daniel Martin kriegt das Trikot dennoch. Wahrscheinlich, weil er eine Etappe gewonnen hat, Nizzolo nicht. Sam Omen führt in der Nachwuchswertung und Ineos in der Teamwertung. Und dann würde ich sagen, ja, haken wir die Etappe ab. Schade, es hat nicht geklappt mit dem Etappensieg.
Regigi wird 9., 11., Sam Omen am Ende. So sei es. Und dann simulieren wir zum nächsten Tag und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder zum Finale. Hier beim Tirreno Adriatico. Leonard Kemner hat seinen Formhöhepunkt. Zahiri hat seinen beendet. Das ist okay. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Etappe, der letzten Etappe vom Tirreno, der kein Sponsorenziel ist. Sehr schade, aber auch verständlich, denn es ist ja kein Rennen in Frankreich. Gewinnen wir den Tirreno oder nicht? Es wird sich in der nächsten Folge entscheiden. Einzelzeitfahren, 10 Kilometer, Kampf gegen die Uhr. Und nach diesem wirklich spannenden Finale, wie ich fand, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dann, sagt euer Fritter. Ciao.